Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen eine weitere New Super Mario Bros. U Herausforderung. Mal gucken, ob es heute ein bisschen schwieriger wird. Nachdem ich beim letzten Mal ja absolut mal gar keine Probleme hatte, aber egal. Weitsprung im Abendrot. Erreiche das Ziel im Mini-Format und ohne die Schlangenblöcke zu benutzen. Ich erinnere mich gar dunkel irgendwie an diesen Level. Zumindest haben wir einen Vorteil bei der ganzen Geschichte hier. Es gibt nur die Goldmedaille. Sprich, wenn ich durch bin, dann bin ich auch tatsächlich durch. So, wir müssen hier im Mini-Format irgendwie... Uiuiui, ja, im Mini-Format irgendwie hier so rüberspringen. Mal gucken, ob uns das noch irgendwann mal gelingen wird. Aber eigentlich, na gut, der Level ist verhältnismäßig lang oder so, könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir vorstellen. Also, ich weiß es jetzt offen gesagt. Nicht so wirklich. Macht das Sinn hier so gleich so? Ja, ich glaube, das macht total Sinn. Ja, das macht doch total Sinn, in den Wolkengegner einfach reinzulaufen. Nee, von der Koopa-Schildkröte aus direkt zur Wolke dort oben. Ich glaube, beim letzten Mal, oder beziehungsweise als ich das Ganze im Stream schon mal ausgetestet hatte, hatte ich den Fehler gemacht, dass ich nicht bedacht habe. Oder dass ich mir... Ja, wow. Dass ich mir das Ganze selber unnötig schwer gemacht habe, indem ich nämlich davon ausgegangen bin, man muss die ganze Zeit auf Gegner hüpfen. Aber es kommt die ganze Zeit ja eigentlich nur darauf an, nicht auf die Schlangenblöcke zu hüpfen. Auf die normalen Plattformen und so darf ich ja einfach drauf. Deswegen, das kann daher eigentlich gar nicht so schwer sein, wenn ich mir das schon viel schwieriger gemacht habe, als es unter Umständen, als es eigentlich ist. Das, ja, versteht man das noch so irgendwie? Ich hoffe es doch. Bitte, 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 rüber, 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 dankeschön, 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 wow, ich bin schon mal hier. So, ja, nur Checkpoints oder sowas gibt es natürlich nicht, was auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehbar ist. Münzen darf ich immerhin einsammeln, das ist super. Oh, und da haben wir das Objekt unserer Begierde, nämlich einen Paracooper, der da so schnupsig irgendwie durch die Wolkendecke zischt. Schnups? Ah, Röhre. Ah, nach oben. Ah, ich habe keine Ahnung mehr, wie der Level aussieht. Ah, das ist nicht schlimm. Ah, das ist zum Glück kein... Oh, ja. Oh, herrlich. Das ist zum Glück kein Scroll-Level, wollte ich sagen. Oh, hier oben gibt es noch mehr Münzen. Oh, hier sind noch mehr Paraschnupsis. Paraschnupsis. Paraschnupsis fliegt und siegt. Oh Gott. Ich glaube, das war ein Problem, hier die Sternmünze einzusammeln, oder? Zumindest für mich war es ein Problem, weil ich nicht darauf geachtet habe oder nicht daran gedacht habe, dass man... Dass man dafür auch einen Koopa-Panzer nehmen könnte. Ich habe das Ganze mit Flughörnchenanzug gemacht, irgendwas in der Art. Das war... Dafür wurde ich sehr und böse und rüde von euch gescholten, aber war dann in dem Moment einfach so, oh, wir haben es übrigens geschafft. Ja. Geschafft! Schnups-Challenge! Schnups-Challenge-Alarm! Irgendwie sollte ich dafür so einen gewissen Jingle oder sowas erfinden. Immer wenn ich zu schnell die Goldmedaille erringe oder irgendwie sowas, dann der müsste zum Schluss dann immer abgespielt werden. Schnups-Challenge! Schnups-Challenge! Irgendwie sowas in der Art. Ja. Ich wäre ja für einen Schnups-Challenge-Counter während meines Let's Plays. Neu! Eine oder mehrere neue Herausforderungen stehen jetzt zur Verfügung. Dupdi-dupdi-dup. Was denn? Maulwurf-Rettungsmaßnahmen für Profis. Oh, vor der Challenge wurde ich gewarnt. Aber das dauert ja noch eine Weile, bis wir da sind. So, was wollte ich jetzt... irgendwas wollte ich eigentlich noch in diesem Teil sagen. Nämlich die Tatsache, dass wir jetzt, glaube ich, 32 Challenges abgeschlossen haben. Wie ich mittlerweile weiß, ist das aber wohl noch nicht mal die Hälfte. Weil, ich mache zwar die Boost-Modus-Challenges... Die Boost-Modi-Challenge... die Boost-Modus-Challenges... Die Boost-Dinger, die mache ich momentan ja nicht. Mit denen hier zusammen wären es wohl insgesamt 80 Challenges. Nehmen wir die Boost-Modus-Sachen raus, dann sind es wohl nur noch 67 Challenges. Will sagen, wie gesagt, ich habe noch nicht mal die Hälfte erreicht. Aber bis hierhin läuft es eigentlich ganz gut und okay. Und ich bin relativ glücklich und zufrieden mit mir. Und wenn ihr das auch so einigermaßen wärt, dann wäre das irgendwie ganz toll und nett und schön und so. Und womit geht's beim nächsten Mal weiter? Mit Miniaturbergsteigen. Keine Ahnung mehr, was sich dahinter verbirgt, aber es kann nur was Schönes sein. Ich war der Herringway. Das war New Super Mario Bros. U, Herausforderungsmodus und so. Ich sag an der Stelle wieder mal Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.